Der Wahlkampf. Unendliches Streiten. Die MSS Deutschland wurde seit Lichtjahren nicht modernisiert. Mit verheerenden Folgen. Wir haben da offensichtlich ein technisches Problem. Ja, was heißt das denn auf Deutsch? Der Techniker fehlt eine Figur wie Helmut Kohl. Ein neuer Captain muss her. Doch kaum auf der Brücke streiten die Kandidaten um den richtigen Kurs Richtung Neuland. Ich will ein Digitalisierungsministerium errichten. Wenn wir früher losgelegt hätten, wären wir auch weitergekommen. Da muss man jetzt die Reißleine ziehen. Nur Ersatzkapitän Kör weiß jetzt, wie die MSS Deutschland noch zu retten ist. Brachial, einfach schneller werden. Hoppala. Herzlich willkommen zu Extra 3. Am Sonntagabend war es wieder soweit, Triell Nummer 2. Und diesmal ging es wirklich um alles. Die spannende Frage war, wer spielt sich in den Vordergrund, wer macht die bessere Figur, wer ist rhetorisch mehr auf Zack? Ja? Oliver Köhr oder Maybrit Illner, ich kann es Ihnen nicht sagen, weil die beiden einfach permanent durcheinander geredet haben. Eine Entscheidung, die Olaf Scholz, zwei Fragen, also Entschuldigung, sehr gleich wichtig zu beantworten. Aber es ist aber so, dass zum Beispiel in Dänemark jetzt die Maskenpflicht abgeschafft worden ist. Herr Scholz erklärt zunächst, warum das nicht geht. Wir müssen das jetzt einmal so stehen lassen. Wenn wir so herangehen, wird es nicht gelingen. Herr Scholz, Frau Baerbock, Herr Laschet, wir machen genau an der Stelle genau das einen Punkt. Vielleicht sollten die Öffentlich-Rechtlichen mal ein paar Moderationstalente von den Privaten abwerben. Da soll es ja einige geben. Das Moderieren hat dann einfach Annalena Baerbock übernommen. Und wenn ich das der Fairness halber sagen darf, die Uhr von Herrn Scholz läuft aber weiter. Vielleicht muss anderthalb angehalten werden. Das ist sehr aufmerksam, danke dafür. Aber mehr Zeit hätte Olaf Scholz ohnehin nicht gebraucht. Denn er versucht sich ja offenbar mit minimalem Aufwand ins Kanzleramt hineinzumerkeln. Motto? Jeder, der mich kennt, weiß, was er kriegt. Ja, man kriegt das, was man 16 Jahre lang hatte. Maximale Unaufgeregtheit. Und das lieben wir Deutschen offenbar. Maximale Unaufgeregtheit, vor allem in Krisenzeiten. Die Welt geht unter, aber in der Politik sind alle unaufgeregt. Als würde man im Stadion sagen, wenn man gefragt wird, für welche Mannschaft bist du? Ich bin für die Eckfahne, die ist so unaufgeregt. Immerhin, eine Neuigkeit hat Scholz verkündet. Ich jedenfalls werde ein Kabinett zusammenstellen, das zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht. Und zur anderen Hälfte? Wir wissen es nicht. Scholz wähnt sich fast am Ziel. Ich glaube, er sieht sich bereits kurz vorm Kanzleramt. Und deswegen war er, glaube ich, etwas überrascht, dass er im Triell dann doch nochmal ordentlich schwitzen musste. Armin Laschet hat ihn frontal angegriffen. Jetzt ist nämlich mal Schluss mit dem gut gelaunten, dem rheinisch-jovialen Laschet. Den gibt es nur noch im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern. Aber im Triell, da erleben wir jetzt den ungehaltenen, den aggressiven Laschet. Er hat umgeschaltet von Mozart auf Metal, von Streichelzoo auf Haifischbecken, von Radler auf Starkbier. Und ordentlich gestänkert gegen Olaf Scholz, Stichwort Razzia in Scholz' Finanzministerium. Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Das fand Scholz wiederum ziemlich unfair. Diesen falschen Eindruck haben Sie mit Absicht erweckt. Sie hat eine Durchsuchung in Ihrem Haus. Sie haben einen absichtlichen. Sie hat eine Sie haben, Herr Laschet, Haus. Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen. Womöglich war Olaf Scholz am Sonntag zu Recht sauer. Inzwischen wachsen ja die Zweifel an der Vorgehensweise der zuständigen Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Deren Chef ist nämlich CDU-Mitglied, wie wir erfahren haben. Und es gibt einige Ungereimtheiten. Warum fand die Durchsuchung so kurz vor der Wahl statt? Und warum hat die Staatsanwaltschaft die Pressemeldung zur Durchsuchung brisanter gemacht, als der Vorgang eigentlich war? Das wird alles noch zu klären sein. Am Sonntag blieb für uns Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem zu beobachten, wann es soweit sein würde, dass die Ohren von Olaf Scholz den gleichen Farbton angenommen haben würden wie sein Schlips. Die Ohren immer mitschminken. Ganz wichtig. Ich weiß, wovon ich rede. Am Ende, das scheint ja auch jetzt so üblich zu sein, machen dann alle immer einen auf persönlich, sprechen direkt in die Kamera, sprechen uns Wählende an, stellen sich vor ihre Pulte, um uns näher zu kommen. Das hat beim ersten Triell nur Baerbock gemacht. Inzwischen machen es alle. Ich finde es ein bisschen unangenehm, wenn die so auf mich zukommen. Mir macht es auch ein bisschen Angst. Immer so ein Stückchen näher. Und beim nächsten Triell kann ich dann sehen, ob Olaf Scholz Zahnstein hat. Ich weiß es nicht. Auf die Frage, wer sie am besten geschlagen hat, gab es eine sehr eindeutige Antwort. Alles wie gehabt. Ja, 32%
meinten, Olaf Scholz habe es am besten gemacht, Annalena Baerbock 26%, 21%, es gab keinen Unterschied zwischen den dreien, und 20% Armin Laschet. Also wenn man als Kandidat schlechter abschneidet als kein Unterschied, dann hat man meines Erachtens wirklich ein Problem. Laschet hat es geschafft, bei einem Triell Vierter zu werden. Respekt, aber er war immer noch nicht der allergrößte Verlierer des Abends. Der allergrößte Verlierer des Abends, das waren auf jeden Fall die White Stripes. Denn deren größten Hit, Seven Nation Army, hat der CDU-Werkschor unter der Leitung von Uschi Glas dann nach dem Triell ganz offiziell in Grund und Boden gecovert. Jetzt wissen auch die Älteren im Land, das C in CDU steht für Cringe. Da kommt der Kandidat ja, aus dem wichtigsten Auftritt des Wahlkampfs. Und wer steht um den herum? Uschi Glas und Leslie Mandoki. Das ist der von Genghis Khan. Hat aber nicht mitgesungen. Das war sogar ihm zu peinlich. Genghis Khan damals war okay, aber Armin Laschet will er nicht singen. Leslie Mandoki ist übrigens ein guter Kumpel von Viktor Orban. Geht's noch unseriöser? Wahrscheinlich müssen wir froh sein, dass keiner von den Taliban eingeladen war. Ich frage mich, wo sind denn da in diesem Moment die CDU-Granden, um mit Laschet zu feiern? Wo ist da ein Daniel Günther? Wo ist ein Fritze Merz? Wo sind Wolfgang Schäuble, Rainer Haseloff, Tobias Hans, Michael Kretschmer, von der Leyen, AKK? Wo sind die? Da ist keine Sau an Laschets Seite. Weil sich wahrscheinlich alle sagen, nee, lieber nicht mit Armin Laschet gesehen werden. Das ist schlecht für die Karriere. Annalena Baerbock hatte beim Triell einen recht entspannten Abend. Während die Herren links und rechts von ihr gestritten haben, konnte sie ziemlich gelassen ihre Oppositionsstatements setzen und sich als Premium-Klimaschützerin präsentieren. Sie haben jetzt hier beide in ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU und der SPD deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Und wo stünden wir mit den Grünen? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich ja alle Wahlprogramme angeguckt und überprüft, ob mit ihnen die Klimaziele erreicht werden. Ergebnis? Das Gesamtbild der Bewertung zeigt, dass keines der Wahlprogramme ein Konzept enthält, das ausreicht, um die gesetzlich verankerten Klimaziele für 2030 zu erreichen. Auch das der Grünen nicht. Das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens können wir also vergessen. Und die grünen Träume von einer grünen Kanzlerin, die sind ohnehin längst zerstoben. Schuld daran war ein Wahlkampf mit Pleiten, Pech und Plagiaten. Dazu spreche ich nun mit jemandem, der ganz dicht dran ist und von dem manche glauben, dass er es besser gemacht hätte. Ich begrüße den Kanzlerkandidaten der grünen Herzen, Robert Habeck. Cool. Schön, dass ich da bin. Herr Habeck, ich steige gleich ganz provokant ein. Das habe ich bei den Triellen gelernt. Das macht man heute so. Warum ist Annalena Baerbock die bessere Kanzlerkandidatin? Herr Ehring, ich weiß genau, worauf Sie hinaus wollen, aber Sie werden mich hier nicht sagen hören, ich wäre der Bessere gewesen. Weil ich beliebter bin, weil ich eloquenter bin, weil ich promoviert bin, weil ich schon erfolgreich Wahlkämpfe absolviert habe, weil ich Regierungserfahrungen habe und weil es so viele Bücher von mir gibt, dass diese ganzen Plagiatsjäger überhaupt nicht hinterhergekommen wären bis zur Wahl. Also all das werde ich hier natürlich nicht sagen. Werden Sie nicht? Nö. Dann vielleicht zurück zu meiner Frage. Mal ein Wort über Annalena Baerbock. Jo, da klar, kein Ding. Also gern auch mehrere, wenn Sie mögen. Annalena macht ihre Sache. Ja? Sie macht ihre Sache. Und sie arbeitet sehr hart daran, sich mehr Mühe zu geben. Aber Sie präsentieren sich ja sehr bewusst als ein Team. Und dieser verstolperte, teilweise unprofessionelle Wahlkampf, der fällt ja letztlich auch auf Sie zurück, oder? Ja, Moment, also das muss ich einmal ganz konkret und barrierefrei klarstellen. Also es gab logischerweise im Vorfeld von meiner Seite aus diskursstrategische Überlegungen mit Hilfe bestimmter Narrative, wenn Sie so wollen, innerparteiliche Synergien zu bündeln, gerade eben zur Vermeidung eines negativen Feedback-Loops von Seiten der Wählerinnen und Wähler. Aha. Und das war auch ganz dezidiert mit Annalena so besprochen. Ich muss noch mal nachfragen, was war mit Annalena Baerbock besprochen? Dass wir die Fehler lieber auf nach der Wahl verschieben wollten. Achso, okay. Ja, gut. Das ist ja offenbar nicht gelungen. Glauben Sie denn noch an eine grüne Kanzlerin?
Ich glaube an eine grüne Politik, die bereit ist, mutig Möglichkeitsräume aufzustoßen. Herr Habeck, bitte jetzt einmal konkret, bitte. Ja, klar. Wir werden stärkste Kraft. Also vorausgesetzt, dass vielleicht die Bäume mit abstimmen dürfen. Gut, an der Grundgesetzänderung können Sie ja dann nach der Wahl vielleicht arbeiten. Umweltverbände kritisieren ja das Programm der Grünen, weil es zum Beispiel beim Klimaschutz nicht konsequent genug ist. Was sagen Sie dazu? Finde ich unfair. Also ich finde es auch ein Stück weit schade. Also Kritik ist wichtig, klar, aber wenn kritisiert wird, als gäbe es keinen Morgen. Also mich persönlich zieht das immer total runter und dann muss ich im nächsten Interview wieder so eine Schnute ziehen. Aber will ich ja gerade für Optimismus und Offenheit einstehen. Also das ist schon ein ziemlicher Scheibenkleister. Und wenn Sie jetzt mit Optimismus und Offenheit an mögliche Koalitionen denken, wen würden Sie sich wünschen? Annalena plus Olaf Scholz wäre natürlich meine zweitliebste Kombi. Was wäre Ihre Liebste? Na, ich und Olaf Scholz. Also, aber jetzt wird es ja wahrscheinlich für Rot-Grün nicht reichen. Was wäre die Alternative? Ampel, Schwarz-Grün, Rot-Grün-Rot, Schwarz-Gelb-Grün? Ach, Rot, Grün, Gelb, Orange, Pink, Violett, Lila, Blau, Hering, das ist alles piepegal. Das Geile ist ja, Grün sieht in jeder Kombination cool aus. Also nehmen Sie zum Beispiel den Regenbogen. Also Grün ist, glaube ich, in der Mitte und die alle anderen Farben ordnen sich da irgendwie so drumherum an. Und so sehen wir uns auch. Also Sie wollen auf jeden Fall regieren? Und sind bereit dafür, auch die ein oder andere Kröte zu schlucken. Logo. Ich meine, damit habe ich Erfahrung. Und eins kann ich Ihnen versprechen, Herr Ehring. Für jede Kröte, die wir in den Koalitionsverhandlungen schlucken müssen, werde ich höchstpersönlich zwei anderen über die Straße helfen. Vielen Dank, Robert Habeck. Ja, nicht für. Man kann eine Wahlentscheidung treffen, indem man sich vorstellt, welche Auswirkungen die Politik auf das eigene Leben haben wird. Man kann sich auch vorstellen, wie Spitzenpolitikerinnen in Krisensituationen agieren. Die Kolleginnen und Kollegen vom Brauserballett haben da eine andere Methode. Sie stellen sich die Sympathisanten der verschiedenen Parteien beim Sex vor. Auch eine Möglichkeit. Aber nicht schon wieder die Grünen, oder? Doch. Ach nee. Du machst mich so heiß wie die Industrienation den Permafrost. Er steht bereits wie ein Windrad. Pack die Gurke aus, es ist Veggie Day. Meine Eier brauchen Freilandhaltung. Warte, ich mach mich kurz frisch. Bin gleich bei dir, nimm schon mal die Heizung. Ich bin schon so feucht wie ein Wasserkraftwerk. Pariser? Hier, wieso? Ja, doch nicht das Klimaabkommen, ich meine Kondome. Du willst ja nicht, dass wir neue KlimasünderInnen zeugen? Ach so, ja. Hier, frisch ausgewaschen. Wir wollen ja nicht die Meere verschmutzen. Welche Stellung machen wir eigentlich heute? Naja, Gleichstellung. Ah, klar, blöde Frage. Ich mach nur noch was Geiles an. Was Schmutziges. Plastiktüten, Kohlestrom, ein Kurzstreckenflug von Nürnberg nach München. Oh ja, und jetzt sag mir, was du mit mir machen willst. Ich will nur noch einmal im Jahr mit dir Fleisch essen. Hühnchen, Bio, 17,99 Euro für 300 Gramm. Keine Gentechnik, kein Antibiotika. Oh, ich schmelze in deinen Händen wie die Polkappen, wenn wir das 1,5 Grad Ziel nicht erreichen. Nimm mich, du geiler Baerbock. Denk ans Tempolimit. Ah ja. Die Ära Merkel geht erkennbar zu Ende und eine neue Ära beginnt. Die Testosterongesteuerten, die werden sich wundern. Die werden sich wundern. Gegen eine autozentrierte Verkehrspolitik. Für den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor. Wie, das war's schon? Ressourcen schon. Ich dachte, bei uns haben Frauen den Vortritt. Sorry. Join danach. Nur wenn er Fairtrade ist. Ich liebe dich. Ich dich auch.
Am Montag nach dem Triell gab es ja dann noch den Vierkampf. Das Quadriell, das kleine Triell-Spiel um Platz 4, wie auch immer man das nennen mag. Mit dabei waren FDP, Linke, AfD und, das hat mich überrascht, die CSU. Die CSU zählt offenbar als eine der kleineren Parteien. Dabei durfte der gemeinsame Unionskanzlerkandidat Laschet ja zum Triell der Großen. Ich frage mich, wenn die CSU als einzelne Partei zählt, müsste da nicht auch die CDU als einzelne Partei zählen? Und ist die CDU ohne CSU nicht inzwischen auch so klein, dass sie eher bei dieser Veranstaltung hätte dabei sein müssen? Es ist ja so kurz vor der Wahl alles immer sehr, sehr wenig komplex. Ja, auch diese Talkrunden, es ist immer doch recht einfach. Und das Highlight, besser gesagt Lowlight, war für mich persönlich in dieser Show ein lustiges Daumen-hoch, Daumen-runter-Spiel. Gefragt war also die allersimpelste, rein gestische Antwort auf komplexe politische Themen. Christian Lindner hat leider nicht mitgespielt. Soll der Mindestlohn angehoben werden? Nein? Ja, wollen Sie mitmachen oder nicht? Das gilt nicht, Herr Lindner. Das ist die aktuelle Rechtslage. Nicht reden, also Sie sind unentschlossen. Nein, es ist gegenwärtig eine Kommission, die unabhängig ist. Nicht das reden. Das trifft zu. Ja, in Ihrer Frage ist aber bereits eine parteipolitische Festlegung. Soll der Mindestlohn angehoben werden, war die Frage. Und Sie haben nicht richtig darauf geantwortet. Sie haben nicht richtig geantwortet. Sie haben das Prinzip nicht verstanden, Herr Lindner. Das sind die Regeln. Das ist hier Kindergeburtstag und keine Polit-Talkshow. Bitte erklären Sie uns einen komplexen Sachverhalt so, als seien wir entweder zu dumm oder noch viel zu jung zum Wählen. Ja, es ist immer so, auch dieses mit Bitte um kurze Antwort. Ich kann es nicht mehr hören. Immer so, Frage mit Bitte um kurze Antwort. Erläutern Sie Ihr Steuerkonzept in einem Satz und keine Zahlen bitte, das schreckt die Leute nur ab. Hier, Alice Weidel macht es so, wie die das wollen. Ich sage Ihnen, dass diese Rechnung falsch sein muss, weil sie inkorrekt ist. Ein sauberer Zirkelschluss ohne irgendein innerliches Argument, so muss das sein. Manchmal frage ich mich als Wähler wirklich, was soll das? Gerade dieser heiße Wahlkampf, es ist wirklich die Zeit der extrem verkürzten Botschaften. Geht es wirklich nicht auch mal mit ein bisschen mehr Komplexität? Offenbar nein. Armin Laschet zumindest hat auch genau dieses Unterkomplexe wieder bedient beim CSU-Parteitag am Wochenende in Nürnberg. In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite. Klar. Der SPD-Kanzler Willy Brandt hat die Versöhnung mit dem Ostblock herbeigeführt und dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Falsche Seite. Der Irakkrieg. Die CDU war damals dafür, die SPD dagegen. Falsche Seite. Wäre doch toll gewesen, neben Afghanistan in noch einen sinnlosen Krieg verwickelt zu sein. Die RAF-Zeit. CSU-Chef Franz Josef Strauß soll damals vorgeschlagen haben, für jede tote Geisel einen Terroristen zu erschießen. War die SPD dagegen, weil sie sagte, Leute erschießen, das ist doch irgendwie verboten. Tja, die Laschen-Sozis, die den Rechtsstaat verteidigen. Wieder falsche Seite. Die Ehe für alle, da hat sich die CDU bis zuletzt gewehrt. Die SPD hat sie durchgesetzt. Falsche Seite. Der Mindestlohn, die CDU war dagegen, die SPD hat ihn durchgesetzt. Falsche Seite. Laschet hat es dann präzisiert. Er habe ja nur die wirtschafts- und finanzpolitischen Ideen der SPD gemeint. Er hat aus Versehen diesen Punkt gemacht. Der Satz war noch nicht zu Ende. Es ging nur Wirtschafts- und Finanzpolitik, nur darum ging es. Und klar, auch da ist die SPD immer auf der falschen Seite. Die SPD will eine Vermögenssteuer und einen Spitzensteuersatz von 45%, wie früher. Wie ist nochmal dieser Spinner, dieser linksradikale Sozi, bei dem der Spitzensteuersatz sogar über 50% lag? Genau, Genosse Helmut Kohl. Laschet wirft der SPD ja auch immer vor, jetzt mit den Linken paktieren zu wollen. Und natürlich, auch da war die SPD historisch immer auf der falschen Seite. Wie ist nochmal die linke Socke, die linksradikalen Diktatoren deutsche Steuergelder zugeschanzt hat? Richtig, Genosse Franz Josef Strauß, der DDR 1983 einen Milliardenkredit gegeben hat. Aber wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen. Das lenkt wieder ab von diesen einfachen Botschaften. Es braucht zur Zeit, ja, so wenige Tage vor der Wahl, ganz besonders, da braucht es eine knackige Schlagzeile, voll auf die 12. Daraus entsteht eine Meinung. Anders sind politische Debatten heutzutage doch gar nicht mehr möglich. Oh, das ist ja... Habt ihr das schon gelesen? Alle Arbeitgeber sollen künftig den Impfstatus abfragen dürfen. Ja, das ist krass. Aber im Text steht... Außerdem, die Grünen wollen die Preise für Benzin erhöhen. Ja, aber... Das sind doch Stasi-Methoden. Aber es steht auch im Text... Scheiß Linke! Aber... Ja, der Thorsten ist in letzter Zeit irgendwie ganz komisch. Poltert bei unseren Treffen gar nicht mehr so richtig rum. Ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Es gab da wohl so einen Vorfall vor ein paar Wochen.
Ich habe ganz normal, so wie immer, vor Wut wegen irgendeiner Überschrift auf die Tastatur gehauen. Dabei musste die Seite irgendwie nach unten gescrollt sein. Und auf einmal stand da noch viel mehr Text. Gleich unter der Überschrift. Ja, und dann habe ich einfach weitergelesen. Das ist einfach so passiert. Seitdem nervt er nur noch. Habt ihr schon gesehen? Dänemark hebt alle Corona-Beschränkungen auf. Ja, das habe ich auch gelesen. Und uns nimmt man hier weiter einfach so die Freiheitsrechte weg. Corona-Diktatur! Aber die Dänen haben ja auch eine viel höhere Impfquote als wir. 80% bei den über 12-Jährigen. Steht in dem Artikel. Im was? Na, in dem Text. Unter der Überschrift. Wie unter der Überschrift? Was hat denn so ein Text mit der Überschrift zu tun? Thorsten wusste auf einmal völlig überflüssige Details und verwirrende Hintergründe zur Überschrift. So viel Text, so viele Buchstaben. Wer hat denn so viel Zeit? In der Zeit kann ich doch 17 andere Überschriften lesen und dazu eine Meinung haben. Ja, und man braucht nicht mal Ahnung von dem Thema. An dem Punkt wurde mir klar, so kann das nicht weitergehen. Da musste ich mich entscheiden. Freunde oder Fakten? Nein! Nicht scrollen! Und so wurde unser Thorsten nicht nur wieder der Alte, er wurde sogar noch viel besser. Hey Thorsten, hast du schon gesehen? CDU-General wirft Scholz Impfsabotage vor. Ja, genau. Und bezahlt wird die Sabotage von der Warburg-Bank mit den Cum-Ex-Millionen. Hast du etwa schon wieder den Artikel gelesen? Nee, das habe ich mir so zusammengereimt. Oh, sehr gut. So gefällt's uns. Mensch! Der geile Thorsten ist zurück. Oh, ich dachte schon. Danke, Oliver Durkel und Tim Grunendahl. Nach der Klimakatastrophe wird es drei Dinge geben, die überleben. Viren, Kakerlaken und der ungebrochene Optimismus der FDP, dass der Markt schon alles regelt. Das hat ja auch immer so wunderbar funktioniert. Nehmen Sie die Energiekonzerne. Ist in den letzten Jahren ein Tag vergangen, an dem die sich nicht den Kopf zermartert haben wegen der Frage, wie sie von der Braunkohle wegkommen? Oder mit welcher unglaublichen Power haben die Autokonzerne in Deutschland daran gearbeitet, klimafreundliche Autos zu bauen. Die haben 20 Jahre lang geackert. So sehr, dass sie am Ende vor Müdigkeit die Software für die Abgasmessung aus Versehen falsch programmiert haben. FDP-Chef Lindner ist nach wie vor gegen starre Verbote in der Umwelt- und Klimapolitik. Die FDP setzt ja auf Technologie. Vor allem auf Technologie, die es noch nicht gibt. Auf Wasserstoffautos, auf CO2-Absaugsysteme, Hyperloop, Flugtaxis, Beamen, was weiß ich. Damit es bald Wirklichkeit wird, arbeitet Christian Lindner Tag und Nacht, wie man auf seinen Plakaten sieht. Wobei, ich denke, wenn man seine Arbeit im digitalen Zeitalter noch mit Kugelschreiber und Papier erledigen muss, dann werden wir auf das Wasserstoffauto wohl noch eine Weile warten müssen. Diese Schwarz-Weiß-Plakate sind ja inzwischen das Markenzeichen der FDP. Es gibt übrigens ein interessantes Gimmick bei diesen Plakaten. Sobald man über 1 Million Euro Jahreseinkommen hat, sieht man Lindner auf den Plakaten in Farbe. Hast du noch nie gesehen? Tut mir leid. Lindner selbst sieht sich natürlich auch nur schwarz-weiß. Wir wissen ja, der ist Aufstocker. Und ohne seine drei Minijobs bei Plassberg, Illner und Anne Will käme er gar nicht über die Runden. Die FDP will Reiche steuerlich stärker entlasten nach der Bundestagswahl. Das ist nichts Neues. Trotzdem wird sie ja auch von Menschen gewählt, die gar nicht so reich sind. Und das ist für mich immer das größte Kunststück dieser Partei im Wahlkampf, dass die FDP es schafft, 10% der Wählerinnen und Wähler einzureden, dass sie zum reichsten 1% gehören. Die Wohlhabenden, die Millionäre, die Erben haben auf jeden Fall in Christian Lindner einen Mann, auf den sie sich verlassen können. Oder? Das ist doch so. Oder? Ist das so nach wie vor? Ich hoffe ja. Wir wollten es überprüfen und wir haben einen Vertreter der, ich möchte sagen, sehr gehobenen Mittelschicht zu einer Wahlkampfveranstaltung mit Christian Lindner geschickt. Ich bin Justus Maria von Henkelsbach vom Interessensverband Vermögender Leistungsträger und ultrareicher Erben. Ich bin hier auf einer Wahlkampfveranstaltung der FDP, weil ich sicherstellen möchte, dass Christian Lindner auf jeden Fall in die Regierungsverantwortung reingeht und Steuererleichterungen für uns Wohlhabende durchsetzt. Ah,
gerade das ganze Thema Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, ja, das habe ich alles schon reinvestiert. Wenn der jetzt nicht in die Regierung geht, also dann... Naja, dann geht's los. Eine Veränderung der Erbschaftssteuer sehe ich als äußerst kritisch. Ich meine, es ist ja ein Fluch zu erben für das Ungeheuer. Also mein Sohn ist jemand, der sich dann freuen würde, wenn der Solidaritätszuschlag für alle wegfällt. Ja. Aber immer diese Hetze auf die Reicheren. Ja, ich sag ja immer, mit roten Socken ist schlecht segeln, ne? Sag ich immer. Richtig, sieht doch bescheuert aus. Zwei, drei. Mit roten Socken ist schlecht segeln. Wunderbar. Dieses Gerede von der Schere, die auseinandergeht, Schere zwischen Arm und Reich. Ich sag ja immer, dass die Schere, wenn die hier oben auseinandergeht, dann geht sie ja seitlich auch wieder zusammen. Es ist ja mit der Schere auch ein bisschen so. Die, die mehr einzahlen, die geben ja auch mehr Geld an die anderen, die weniger haben. Ich habe da ja auch ein Fahrzeug in der Garage, mit das ich auch mal artgerecht ausführen möchte. Und dann möchte ich mir eigentlich nicht sagen lassen, dass das nur bis 130 gehen darf. Also das Groteskeste, was im Moment ist, dass man die Autos abschaffen will. In einem Land, wo Autos wirklich eines der wichtigsten Wirtschaftszweige sind. Dass wir Klimaschutz ein bisschen machen müssen, ist mir völlig klar. Aber in der Form, wie das da jetzt, wie jetzt die Angst geschürt wird. Wenn ich dann mal eingenickt bin im selbstfahrenden Auto, dann kann das ja auch für mich mit 240 über die Autobahn. Richtig, genau. Also auch Thema Klimawandel, da sagt ja der Christian, das regelt der Markt. Wenn nicht der Markt, der sonst, ne? Genau. Also mit Verboten machen es nicht. Nee, genau. Wohnungsnot, regelt der Markt. Ist immer so. Ist so. Facebook, regelt der Markt. Ja, mit der FDP und dem Markt wird alles besser. Und diesmal wird der Christian schon keinen Rückzieher machen. Mein lieber Christian Lindner, kann ich mich darauf verlassen, dass Sie in die Regierung gehen dieses Mal? Nein? Da hätte ich mir den Aufwand ja auch sparen können. Gut, dann mache ich es eben so wie der Christian. Lächeln und aus Scheiße Gold machen. Und das finde ich... Oh, Palmölplantagen in Indonesien. Klingt gut. Klima, das regelt der Markt. Ein Film von Tobias Döll. Es gibt noch Menschen in Deutschland, die Wert legen auf klassische Bildung. Sie ahnen, wen ich meine, natürlich den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Der hat einem ZDF-Kinderreporter erklärt, was seine Partei so fordert. Wir möchten mehr, dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Nicht? Nein. Und man sieht, wie es rattert. Na, Gedicht, was kann ich sagen, Alter? Zicke, zacke, Hühnerkacke, ist schon ein Gedicht? Nee, sag ich nicht. Jetzt ist die Häme natürlich groß. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist Chrupalla, der nicht weiß, wie es in der zweiten Zeile weitergeht. Zumindest auf eine andere Frage des Kinderreporters hatte er eine Antwort parat. Vielleicht Ihr Lieblingsdichter? Heinrich Heine. Natürlich, Heinrich Heine. Ein Jude, der ins Exil nach Frankreich gegangen ist. Gut, dass da nicht die AfD regierte. Die hätten ihn sofort wieder abgeschoben. Dass AfD-Chrupalla einen besseren Schulunterricht fordert, ist ja schlüssig und konsequent. Die deutsche Bildungsmisere zeigt sich doch auch bei einigen AfD-Mitgliedern sehr deutlich. Ich glaube an Gott und nicht an den Klimawandel. Das okay. Ist korrekt. Ja. Schön, wenn man mit der 1 in Rallye die 5 in Erdkunde ausgleichen kann. Auch die Corona-Maßnahmen hält die AfD für vollkommen übertrieben. Alice Weidel verspricht, wir werden in jedem Fall gegen jegliche Diskriminierung von Ungeimpften vorgehen. Das heißt, sobald deutschlandweit die 2G-Regel eingeführt wird, dann zieht die AfD vor das Bundesverfassungsgericht. 2G wollen sie nicht, verstehe ich auch. Alice Weidel hat ja immer mindestens 3G gereizt, gekränkt, genervt. Außerdem macht die AfD gerade gegen die Briefwahl mobil und warnt vor Wahlmanipulation bei der Bundestagswahl. Moment mal, Klimawandel leugnen, Corona verharmlosen, Briefwahl diskreditieren? Erinnert Sie das auch an irgendjemanden? Ja, mich auch. 4 Jahre lang ist die AfD nun schon im Bundestag. Wir müssen mit weiteren Jahren rechnen. Zeit für eine musikalische Zwischenbilanz. Wir werden sie jagen. Die AfD im Bundestag, oh je. Seit fast 4 Jahren schon herrscht dieser rüde Ton. Steuerfinanzierte Sozialpädagogen und Gender-Professor Wichse. Tiefstes Niveau, sie hauen gern einen raus und lassen den Mob herein ins hohe Haus. Arschloch. Sie pöbeln rum und stampfen mit dem Schuh.
Kopftuchmädchen. Und Vogelschiss dazu. Die AfD, die kann halt nur Asyl. Sonst kommt von ihr nicht viel, nur jede Menge Müll. Ich hinterfrage, ob diese Impfungen tatsächlich sinnvoll sind. Corona ist vorbei. Der Brandner Kasper, diese rechte Socke, der hetzt auf Twitter wie ein wildes Gnu. Vom Rechtsausschuss gab's dafür auf die Glocke. Tschüss und raus bist du. Die AfD sagt Umweltschutz, ach nee. Beim Klima, da hat sie eine eigene Theorie. Wir sagen, dass der CO2-Ausstoß maßgeblich nicht zu der Klimaerwärmung beiträgt. Dazu ein Chef, der den Laden nicht im Griff hat. Mit Flügelkämpfen quer durch die Partei. Da gibt es Nieten mehr als dieses Schiff hat. Was für ein Verein. Die braucht echt kein Schwein. Ich glaube, ich spinne. Das glaube ich auch. Ein Song von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Die Grünen haben ja schon lange den Stempel Verbotspartei abbekommen. Aber was mir nicht ganz klar ist, ab wann ist man eigentlich eine Verbotspartei? Wie viel muss man verbieten wollen, um das offizielle Label Verbotspartei zu kriegen? Ich meine, die AfD will ein Verbot von Kopftüchern und Burkas. Und sie will auch verbieten, dass der Bau von Moscheen finanziert wird. Verbotspartei? Irgendwie schon. Die Linke will hohe Mieten und Auslandseinsätze verbieten. Auch eine Verbotspartei. Die CDU beharrt auf dem Verbot von Cannabis. Sie ist dafür, dass Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verboten bleibt. Und sie will in Hamburg das Gendern verbieten. Die CDU in Hamburg will verhindern, dass Leuten vorgeschrieben wird, wie sie zu sprechen haben, indem sie Leuten verbieten will, so zu sprechen, wie ihnen vorgeschrieben wird. Es ist für mich die Definition von Verbotspartei. Die FDP ist für ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit. Und Olaf Scholz verbietet jetzt schon, und zwar Wortmeldungen von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zum Thema Rot-Rot-Grün. Andererseits gehen die Grünen als Verbotspartei mit ihren eigenen Verboten auch schon mal sehr locker um. Laut Parteiprogramm wollen die Grünen Parteispenden von über 100.000 Euro verbieten. Diese Woche kam aber raus, dass sie im vergangenen Jahr eine Einzelspende von mehr als 1 Million Euro bekommen haben. In dem Fall wollen sie mal nicht so streng sein. Tatsache ist doch, es ist in Deutschland ohnehin sehr, sehr viel verboten. Es gibt unzählige Gesetze und Verordnungen. Es ist in Deutschland verboten, weggeschmissene Lebensmittel aus Müllcontainern von Supermärkten mitzunehmen. Wenn Fallobst durch Wind auf ein fremdes Grundstück fällt, ist es verboten, das zurückzuholen. Es ist gesetzlich verboten, Heringssalat mit ins Flugzeug zu nehmen. Und in der Stadt Bad Soden-Allendorf ist es verboten, andere Sonnenschirme aufzustellen, als welche, die Pastell, Sandfarben oder beige sind. Ich vermute, damit sie so aussehen wie die Rentnerinnen und Rentner, die die Stadt besuchen. Und auch für Kunst im öffentlichen Raum gibt es Regeln, vor allem wenn ein großer Immobilienkonzern diese Kunst in Auftrag gegeben hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn dieser Immobilienkonzern jetzt auch gern ein Verbot aussprechen würde. Martina Hauschild weiß mehr. Aljoscha Begrich ist Künstler und hat beim Street Art Festival in Hannover mitgemacht. Er durfte mit den Kollegen seines Künstlerkollektivs diese Hauswand des Immobilienriesen Vonovia bemalen. Da war die Freude groß. Ich dachte so, auf gar keinen Fall werde ich irgendwie eine Wand von diesem Immobilienkonzern, der 3 Milliarden Gewinn mit Mieteinnahmen macht, verschönern. Aber dann hatten die Künstler so eine Inspiration von einem kleinen Haus vor steiler Bergkulisse und eine freche Idee. Aber die soll eine Überraschung für Vonovia sein. Noch freut sich Vonovia auf Kunst am Gebäude. Die Künstler haben auch gleich losgelegt. Ja, wir haben ja 4 Tage hier an dem Bild gemalt und währenddessen haben natürlich locker Leute mit uns gesprochen, die hier vorbeigekommen sind und im Grunde alles bestätigt, wovor man sich fürchtet von Vonovia. Also, dass die Nebenkosten wahnsinnig hoch sind, die Arbeiten nicht erbracht sind, die Mieten immer steigen. Und als das Wandbild fertig war, da, tata, wurden die schönen Gipfel plötzlich zu einem Börsenkurs und irgendwie fehlte auch ein Drittel. Wir haben uns dann eben entschieden, ein Drittel wegzulassen, weil genau das ist, was Vonovia macht, nämlich ein Drittel der Mieteinnahmen abzuführen. Das sind so 37 Cent pro jeden Euro, der gezahlt wird an Miete und eben auf dem Rücken der Mieter diese 3 Milliarden Gewinn Mehrwert abschöpft. Wie undankbar diese Künstler sind. Da bekommen sie eine so schöne große Wand und dann das. Aber das lässt sich der Wohnungskonzern Vonovia nicht bieten und hat gleich den Gerüstbauer kontaktiert.
am nächsten Tag hat dann der Gerüstbauer den Anruf bekommen, er soll es doch bitte nach oben rüsten, weil sie es gerne übermalen würden. Und der hat glücklicherweise auch was gegen Vonovia. Okay, das hat nicht geklappt. Aber dann hat Vonovia die Künstler um ein ernstes Gespräch gebeten. Vonovia sagt in dem Gespräch eben sehr klar, das Bild kann so nicht bleiben, das Bild wird so nicht bleiben, es wird auf jeden Fall verändert. Und sie werden nicht dulden, dass ihr eigener Aktienkurs an ihrer Hauswand abgebildet wird. Naja, es muss ja auch nicht jeder den Milliardengewinn von Vonovia sehen. Vonovia sagt dazu, wir sind bezüglich des Wandbildes in einem sehr guten Austausch mit der Stadt und den Organisatoren. Mehr möchten wir dazu nicht sagen. Aber die Mieter des Vonovia-Hauses möchten was sagen. Ich finde es ziemlich hoch, also die Miete. Dann gab es schon sehr viele Wasserschäden hier. Da wurde einfach nur mit weißer Farbe drüber gemalt. Seit 8 Monaten dieser Fahrstuhl funktioniert nicht. Die versprochen immer, versprochen, ja, aber nichts passiert. Man schreibt eine Beschwerde, aber da passiert halt nichts. Ja, wenn sich alle hier beschweren, kommt der arme Wohnungskonzern ja auch zu nichts. Ich bin gespannt, ob der milliardenschwere Immobilienriese Vonovia die kleine Kritik hier im Roderbruch aushält oder nicht und das Bild dann doch noch übermalt. Gute Idee eigentlich, aber dann mit echter Kunst. Manche Ernährungsmythen halten sich hartnäckig, zum Beispiel, dass bei Durchfall Cola und Salzstangen helfen. Ist nicht so. In den Salzstangen sind kaum Mineralien drin und von dem Zucker in der Cola wird man nur dick. Oder der Mythos, dass ein Schnaps der Verdauung hilft, stimmt auch nicht. Wer es ausprobiert hat, weiß, trotz 3 Schnäpsen liegen die 12 Bier davor schwer im Magen. Ein weiterer Ernährungsmythos ist, dass Milch in großen Mengen wahnsinnig gesund ist. Das haben wir doch alle so im Kopf. Seit Jahrzehnten wird Milch massiv beworben. Milch ist super, Milch tut gut, Milch ist so gesund, Milch macht stark und Milch führt auch zu schlechten Texten und schlechter Musik. Von Milcheiweiß bis Kalzium, Mineralstoff bis zum Vitamin. Du brauchst nicht zu suchen, da ist alles drin. Du trinkst sie pur, sie schmeckt so toll. Es gibt keine Frage, was man trinken soll, denn nur die Milch macht's. Meine Lieblingszeile ist: Von Milcheiweiß bis Calcium. Super, Milch war schon ein Superfood, als es noch gar kein Superfood gab. Aber ist Milch wirklich uneingeschränkt gesund? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Wenn du 40 Kilo wiegst, 64 Zentimeter groß bist, nach der Geburt auf 4 Beinen stehst und Kälbchen heißt. Für den Menschen scheint Milch zumindest in großen Mengen gar nicht so gesund zu sein. 200 bis 300 Gramm scheint so eine sinnvolle Größenordnung zu sein. Das wäre etwa ein Glas fettarme Milch und 2 Scheiben Käse pro Tag. Mehr ist eher ungesund. Kein Wunder, es ist ja von der Natur gar nicht vorgesehen, dass wir Milch trinken. Der Mensch ist das einzige Säugetier, das im Erwachsenenalter noch Muttermilch trinkt. Und zwar die von anderen Tieren. Dafür werden Milchkühe ständig schwanger gehalten. Also mit artgerechter Haltung hat diese Milchproduktion ja meist nur noch sehr, sehr wenig zu tun. Normale Kühe leben zum Beispiel gut 20 Jahre. Eine auf Hochleistung getrimmte Milchkuh schafft oft nur 5 Jahre. Jetzt denkt man, Kühe stillen 5 Jahre, das kennt man sonst nur von Familien am Prenzlauer Berg. Aber sie stillen natürlich nicht. Kälber bekommen keine Milch. Das gibt's gar nicht. Kälber werden sofort von der Mutter getrennt. Die Bullenkälber stören nur und werden zu Wiener Schnitzel. Und die weiblichen Kälber, die bekommen Kraftfutter aus Soja, damit sie selber zu Milchkühen werden. Also selbst die lila Milka-Kuh ist einer normalen Kuh ähnlicher als eine Milchkuh, die 10.000 Liter Milch im Jahr produzieren muss. Die ökologischen Folgen der Milch sind ebenfalls beträchtlich. Eine Harvard-Studie von 2018 hat ergeben, dass die Milchindustrie für mehr als 3% aller Treibhausgase verantwortlich ist. Das ist ungefähr so viel, wie der gesamte weltweite Flugverkehr verursacht. Außerdem entsteht natürlich Gülle. Und zwar in rauen Mengen. Übrigens, die meisten Menschen auf der Welt vertragen gar keine Kuhmilch. Man geht davon aus, dass die Nordeuropäer sie nur vertragen, weil es früher evolutionär im kalten Nordeuropa von Vorteil war, Milch zu trinken. Da es sonst im Norden eben nicht viel Nahrungsangebot gab, vor 7000 Jahren ungefähr. Ja, da kamen Siedler nach Norddeutschland, haben sich umgeguckt und haben sich gefragt, oh, was machen wir jetzt? Ich habe Hunger, hast du auch Hunger? Ich habe auch Hunger, was machen wir? Wo ist denn hier ein guter Italiener? Und dann hieß es, oh, forget it, der ist 2000 Kilometer weit weg und macht auch erst in etwa 5000 Jahren auf.
Und alle sagen, oh Mist, was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier zu essen? Sollen wir Wurzeln essen? Nee, die schmecken nicht. Sollen wir Tannenzapfen essen? Nee, die schmecken auch nicht. Sollen wir Lapskaus essen? Oh komm, das hat doch schon mal jemand gegessen. Hör mir auf. Und so haben sie dann aus der Not Kuhmilch getrunken. Und das ist bis heute so geblieben. Und die Milchlobby ist stark genug, um uns seit Jahrzehnten einzubläuen, dass genau das richtig ist. Die Milchindustrie hat sich übrigens auch erfolgreich dagegen gewehrt, dass die Hersteller von Milchalternativen ihre Produkte auch Milch nennen dürfen. Also Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch, Scheuermilch und Sonnenmilch sind, glaube ich, auch weiterhin erlaubt. Ja, damit man da nicht durcheinander kommt, das ist ja auch kompliziert. Ja, sogenannte Bergbauernmilch zum Beispiel kommt in Wahrheit von der Kuh. Es ist wahnsinnig kompliziert. Übrigens sind nicht alle Milchalternativen automatisch ökologischer. Im europäischen Durchschnitt braucht ein Liter Haferdrink 3,4 Liter Wasser. Bei Soja sind es nur 1,2 Liter. Kuhmilch und auch der Mandeldrink brauchen ein Vielfaches davon. Der Mandeldrink ist also nicht ökologischer als Kuhmilch. Hafermilch zum Beispiel durchaus. Da werden nur 3,4 Liter Wasser verbraucht und für einen Liter Kuhmilch braucht es sagenhafte 248 Liter Wasser. Trotzdem ist Milch verdammt billig. Das kann sie nur sein, weil sie industriell hergestellt und stark subventioniert wird. Was hat das für Folgen? Und vor allem, wo soll das denn noch hingehen? Das frage ich nun Maximilian Schaffroth. Er ist vom Milchindustrieverband. Er ist Cheflobbyist. Er kennt sich aus. Rund um das Thema Milch ist er top informiert. Schön, dass Sie es trotz Ihres vollen Terminkalenders einrichten konnten. Kommen, Herr Schaffroth. Kommen Sie ran, Herr Ehring. Ich habe ja schon was vorbereitet. Das ist ja für mich kein Thema. Wieder 24-7 unterwegs für die gute Sache, nicht wahr? Für die Milch. Ich war ja gestern noch in Brüssel. Dann war ich heute Morgen in Berlin beim Müsli-Show-Fix mit Julia Klöckner. Das geht natürlich alles nur mit viel Energie. Und wo die herkommt, das wissen wir alle. Herr Gläschen Milch, Herr Ehring? Nein, danke. Müsli-Jour-Fix mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Bei uns nicht so kritisch gucken. Das ist nichts Besonderes. Smart Casual Dresscode. Lobby Control würde gähnen. Das ist eine private Runde. Die Jungs von Danone, von Müller, von Ehrmann, von Nestle, von Ala. Wir quatschen über Family. Wir quatschen auch natürlich über Upscaling, über Automation, über lasergesteuertes Zitzenscanning. Das war heute ein großes Thema. Euter Enhancement. Auch das RER, also das Rind-Euter-Ratio per Unit. Unit ist die Kuh, die Gisela, die Monika, die Erika, you name it. Also was ist da quasi der maximal mögliche prozentuale Anteil des Euters am Gesamtgewicht einer Kuh? Wo kommst du da an den Kipppunkt? Ja, wann kippt dir die Olga im Roboter weg? Das will ja keiner. Also ist alles. Das ist Fachsimpelei, das ist Fachtalk im Landwirtschaftsministerium bei Flocken, Smacks und Schokopops. Welche Aufgabe hat dann Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner? Oh, zuhören, nicken, Milch nachschenken. Ein kleiner Spaß. Ich darf natürlich mitknuspern. Mir ist da bei dem Thema gar nicht so nach Lachen zumute, muss ich sagen, Herr Schaffroth. Sie sprechen hier von Units, von Upscaling. Das ist ja Massenproduktion. Dann stehen Sie hier aber vor einem Blühwiesen-Idyll und glücklichen Weiderindern. Das erscheint mir einigermaßen zynisch. Ja, aber die Milch kann selber in den ICE gehievt heute Morgen. Das geht nur mit starken Knochen. Wo kommt das her? Von der Milch. Blühwiesen, das ist das Idyll. Ja, ja. Das will ja jeder. Verstehe ich doch. Jeder will auch den Rosamunde-Pilcher-Film um 20.15 Uhr. Aber Herr Ehring, Fakt ist doch, damit kriegst du Afrika nicht satt. Ja? Da brauchen wir die Milchbazooka. Da waren wir uns mit der Union und mit dem Bauernverband glücklicherweise immer einig. Den Weltmarkt kannst du mit ein paar buckligen Bergbauern nicht wuppen. Ja? We have to feed the world. Und das ist eine Aufgabe und das nehmen wir sehr ernst. Aber es gibt ja nun auch Milchbauern in anderen Ländern. Und diese Märkte, die zerstören Sie mit Ihrer EU-subventionierten Milch-Bazooka. Sie schaffen doch da absichtlich Abhängigkeiten. Hey, ja, jetzt kommt die Geschichte vom afrikanischen Milchbauern. Ja, ja. Ja, den gibt's, natürlich, den gibt's. Aber bevor der mit dem Mofa die ausgebüxte dreizitzige Steckenkuh eingefangen hat, da habe ich ihnen dort unten 40 Tonnen Milchpulver verteilt und versehentlich noch mit unserer Foundation einen Brunnen gebohrt. Wir bohren übrigens auch Brunnen. Ehring, Fakt ist doch, wir haben stinkebillige Milch in Europa. Das ist eine healthy liquid superfood. Und diese Milch, die muss an den Mann, bevor die sauer wird. Bitte, Gläschen, Stößchen mit dem Gläschen. Nein, 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 vielen Dank. Ich bekomme davon Bauchschmerzen. 10-15% der Menschen vertragen ihr healthy liquid Superfood überhaupt nicht. Und Sie verkaufen das hier, als seien wir alle ohne Milch nicht überlebensfähig. Tut mir leid, ich muss jetzt lachen. Warum? Ja, wenn Sie gesagt haben, Sie bekommen Bauchschmerzen. Ja, das ist so. Da muss ich immer lachen. Da sagen wir im Verband immer, ha, ha, ha.
Hypochondrischer Hafermilch-Hipster, Grüße nach Berlin-Mitte. Hey, ist doch alles Kopfsache. Das ist Kopfsache. Natürlich sagt der Magen, wenn die Milch da ankommt, dann sagt der Magen, ho, 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 was ist das? Wow, 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 das ist zu reichhaltig, das ist zu rich. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Aber das vergeht. Sie wollen sagen, man muss sich einfach nur daran gewöhnen? Ja, selbstverständlich. Ich bin doch auch Milchbotschafter in Asien. Wir hatten noch bei der Einführung der Doppelrahmstufe in Taiwan, da hat's gerumpelt, sagen wir mal so. Aber das ist Vergangenheit, ja? Deswegen sagen wir, mehr Milch, Masse, die Milchbazooka. Je früher, desto besser. Ich kann allen klugen Müttern, allen Smart Mommies da draußen nur sagen, so früh wie möglich abstellen. Und das Thema Outsourcen an die Kollegen von der Milchpulverindustrie, die wissen, was sie tun. Wenn das nicht passiert ist, dann ist das nicht schlimm, Herr Ehring. Für Milch ist es nie zu spät. Stößchen mit dem Gläschen. Ich habe noch eine Laktase-Tablette für Sie. Ich gebe jetzt auf. Vielen Dank, Maximilian Schafroth. Das war Extra 3 für diese Woche. Es geht jetzt weiter mit Inas Nacht. Gucken wir das zusammen, Herr Schafroth? Nee, da geht es mir zu wenig um Milch. Das ist für mich nicht interessant. Das stimmt. Da wird wirklich sehr wenig Milch getrunken. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Zu Gast ist heute Peter Lohmeier. Ah, dann gucke ich doch mit, ja? Na bitte. Ich mache Ihnen dann noch eine Wärmflasche und graul Ihnen das Bäuchlein. Bauchschmerz. Stimmt das wirklich mit? Ja, das stimmt, natürlich. Sehr unglaublich. Hast du noch nie gehört? Nein, man lernt nie aus. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von Extra 3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den Extra 3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.